Hey ho, Leute, Doktor hier mit einer neuen Folge Splinter Cell. In der letzten Folge bin ich tiefer ins Schlachthaus hier in Myanmar eingedrungen. Meine Aufgabe ist es immer noch, die US-Soldaten, die als Geiseln gehalten werden und eigentlich vor laufender Kamera getötet werden sollten, zu befreien. Wer es gegen Ende der letzten Folge gesehen hat, der weiß, hier vorne, ich zeig's mal, ist eine Kanone, eine automatische, die mich wegschnetzeln wird, wenn ich da vorbeilaufe. Die kriege ich auch nicht deaktiviert oder ähnliches. Da ist so ein Homie, der kriegt jetzt hier schön einen verbraten. Und dann habe ich mir hier den Kollegen zurechtgelegt, in der Hoffnung, dass wenn ich den trage, die Kanone, die automatische Freund-Feind-Erkennung hier aktiviert und nicht auf mich schießen wird, weil ich diesen Typi hier dabei habe, der wahrscheinlich irgendwo einen Sensor oder Chip hat oder so. Okay, der Plan geht nicht auf. Es hätte ja sein können. Mist, ich lad neu. Ja, wie komme ich denn an der Kanone da vorbei? Den muss ich irgendwie immer erst antriggern, scheinbar. Ja, muss ich einen frischen haben? Nee, macht auch keinen Sinn. Oder kommt man hier durch irgendeine Box noch irgendwie weiter? Ich kapier's grad nicht. Oder legen die es einfach drauf an, dass ich hier zumindest einmal von der Kanone weggeschnetzelt werde oder leicht angeschossen werde. Keine Ahnung. Ich komme hier irgendwie nicht anders vorbei. So. Granate, noch eine Fackel. Okay, okay, okay. Kurz genießt, so. Ich denke mal hier, das bringt alles gar nichts. Dann kann es ja nur hier weitergehen. Okay, da stehen zwei Schützen. Und da haben wir noch ein Medikit, sehr gut. Bada boom, bada bang. Ah, guck. Denk mal, so kann ich die Kanone umgehen. Ah. Keine Ahnung, wahrscheinlich wären diese Soldaten hier gleich lang gekommen, dann hätte ich die auch durch die Kanone abräumen lassen können, aber so ist auch schön. So ist es mein eigenes Werk, auch wenn es nicht ganz so hinterhältig ist. Ich speichere nochmal. Gut. Ist irgendwo eine Tasche noch? Da sind nur wieder ellenlange E-Mails drin. Ich will hier keinen langweilen.
Okay, ich hatte gerade gespeichert, ich lade nochmal eben. Stehe ich nämlich wieder hier. Okay, da kann ich glaube ich auch hier diesen Gang noch. Nee, kann ich nicht. Boah. Aber welchen Sinn hat dann, dass es da hinten so lang geht? Komme ich da in einer anderen Box irgendwie hinter? Nee, geht ja definitiv nicht weiter. Hier ist zugemauert. Vielleicht ganz schnell hier auf dieses Mittelstück pushen. Ich speichere mal eben und versuche das einfach. Nee, das war doof. Ich lade neu. Nee. Ich glaube, viel besser kriege ich es nicht hin. Lass uns mal gelten. Das ist krank. Ich bin Soldat, kein Sadist. Komm schon. Ich weiß, dass du es sehen willst. Will ich nicht. Sowas im Fernsehen zu senden, ist pervers. Du bist wirklich naiv, wenn du glaubst, das sei so. Hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Wir werden patrouillieren, bis der Alarm vorüber ist. Erzähl mir bloß nicht, dass du Colas Geschichten von amerikanischen Superagenten glaubst. Wenn Nicoladze daran glaubt, tue ich es auch. Diese Geschichten sind Kinder des russischen Winters und des Wodka. Auf jeden Fall ganz schön close hier gerade. Wir sollten uns mit den anderen die Übertragung ansehen. Okay, das war richtig grottig. Das war richtig grottig. Ich versuche einfach mal durchzurennen hier. War auch grottig. Alles grottig gerade hier. Alles grottig. So. Das ist krank. Ich bin Soldat, kein Sadist. Jetzt kriegen die von hier aus jeweils ein Heady, wenn die hier stehen. Komm schon. Ich weiß, dass du es sehen willst. Will ich nicht. Sowas im Fernsehen zu senden, ist pervers. Du bist wirklich naiv, wenn du glaubst, das sei so. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Und speichern. Okay, da scheint keiner zu stehen. Eine Leiche! Einer von uns! Mist. Genau deswegen sollte ich die immer schön im Dunkeln verstecken. Hier kann man nichts machen. Hmm.
Dann mache ich mal eben nur AFF aus erstmal. Dann ballern die auf alles. Falls da jetzt irgendwie um die Ecke kommt von einer Seite. Dann schaue ich mich kurz hier um. Mache ich mal eine Seite aus, nämlich die, wo ich jetzt hier so rumgucke, rumlurke. Oh, wir sitzen da. Da sind die Gefangenen. Perfekt. Hallo Männer. Sie sind Amerikaner. Sie sind Chinese. Ich bin der Botschafter der Volksrepublik China in Myanmar. Ich muss mit einem Vertreter Ihrer Regierung sprechen. Die hören mit. Legen Sie los. Kong Fairong handelt nicht nach dem Willen Chinas. Er gehört zu einer Gruppierung von Wirrköpfen und Idioten innerhalb unserer Armee. Und was genau will er? Zuerst Taiwan, danach den Rest. Er glaubt, dass die Volksrepublik China solche Geschenke nicht ablehnen kann. Welche Rolle spielt Nicolaze dabei? Er ist Händler. Fairong liefert Gerät und Munition und im Gegenzug liefert Nicolaze waffenfähigen Atommüll. Wissen die Chinesen davon? Nein. Und solange es keine greifbaren Beweise für Fairongs Aktivitäten gibt, fürchte ich das Schlimmste. Es gibt Beweise? Auf dem Computer in seinem Büro. Meinem Büro. Wenn ich ihn dazu zwinge, den Computer zu entsperren und die Daten an unser und ihr Land weiterleite, gibt es keinen Krieg? Das hoffe ich jedenfalls. Verdammt! Die Amerikaner haben die Kelleretage eingenommen. Alle verfügbaren Einheiten darunter. Jetzt geht hier die große Ballerei los. Speicher eben. Okay, da kommt was. Der hat sich selber in die Luft gejagt, sehr schön. Da war auch noch einer. Hilfe! Oh nein, sie werden gleich schießen! Oberbagrat, melden Sie sich! Oberbagrat! Ich gehe runter. Rosenko, du kommst mit mir. Fischer, erledige Grinko. Okay. Seine Männer sind Söldner. Die interessiert nur Geld und ihre eigene Haut. Glaubst du, die verschwinden, wenn Grinko tot ist? Hoffen wir's. Hilfe! Oh nein, sie werden gleich schießen. Kommt noch einer. Ich muss nur auf Granaten aufpassen. Das ist Grinko. Da ist die kleine Ratte. Wo bist du? Dahinter steht er irgendwo. Ich glaube, da muss ich ein bisschen näher ran. Da ist er. Nervig, ey. Nein! Neuladen. Oh Mann, wie nervig. Jetzt habe ich die Gegner hier erst noch, ey. Shit.
Vorsicht! Ey, was? Ja, komm. Neu geladen. Okay, ja, ich hab vergessen, dass erst noch die Jungs hier kommen. Zurückbleiben! Beenden Sie mein Leiden! Hilfe! Oh nein, Sie werden gleich schießen! Oberst Bagrat, melden Sie sich! Oberst Bagrat! Mir! Ich gehe runter! Osenko, du kommst mit mir! Fischer, erledige Grinko! Okay. Seine Männer sind da Zeugner. Läuft, glaube ich, noch einer, ne? Die interessiert nur Geld und ihre eigene Haut. Glaubst du, die verschwinden, wenn Grinko tot ist? Hoffen wir. Hilfe! Bitte lassen Sie uns nicht sterben! Da ist Grinko. Ich nehme nur im Medikit hier. Ich bin mir nur nicht sicher, ob hier noch ein Söldner rumläuft rechts. Ich lade neu, ey. Ich habe auch wieder nicht gespeichert, ne? Jetzt kommen wieder erst diese ganzen Söldnerhorden hier. Automatikkanone. Ich gehe runter. Osenko, du kommst mit mir. Fischer, erledige Grinko. Okay. Seine Männer sind Söldner. Ich glaube, der kommt immer erst von rechts, ne? Glaubst du, die verschwinden, wenn Grinko tot ist? Hoffen wir's. Da ist er doch. Hilfe! Oh nein, die werden gleich schießen. Ich nehme mal noch ein Medikit und noch ein Medikit. So, ich speichere eben und dann gehe ich dann hier ran. Wie wäre es denn hier jetzt mal einfach mit einer Granate? Jetzt nicht so gut. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ja. So. Grinko ist tot. Er hat Grinko erledigt. Bitte wiederholen. Vyacheslav Grinko ist tot. Fischer, Ekelon hat gerade eine Nachricht abgefangen. Schwere Geburt, ey. Fyron weiß, dass Grinko tot und Nikolaze abgehauen ist. Das ist nicht gut. Begib dich zur Botschaft. Er versucht bestimmt, die Beweise zu vernichten, die einen Krieg noch abwenden könnten. Ja. Uff. Aber okay, finally geschafft. Und die Typen in ihren Anzügen sollen jetzt irgendwie amerikanische Soldaten gewesen sein. Wohl etwas höherrangiger. Okay, das war das Muke Zobo Schlachthaus in Yangon, Myanmar. Die Errettung der US-Einheiten und der chinesischen Diplomaten
hat zu einer Stabilisierung der Beziehung beider Länder geführt. Die chinesischen Diplomaten behaupten, dass Fei Rong eine kleine Splittergruppe innerhalb der chinesischen Armee vertritt, die ohne das Wissen Chinas handelt. Beweise für diese Behauptungen könnten einen Krieg verhindern. Critical Error. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier ein etwas früheres Ende dieser Folge. Das Spiel schickt uns ins Bett. Das ist der erste Spielabsturz, den ich hier hatte. Ihr seht jetzt nur ein schwarzes Bild. Ich sehe hier eine Fehlermeldung. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zur Rückrunde in der chinesischen Botschaft. Bis dahin.